ihr Freunde von nah und fern und willkommen beim Adventskalender Türchen Nummer 22. Ja, Freunde, wir haben es fast geschafft. Die letzten Türchen, Endspurt. Sind doch mal gespannt, was wir heute drin haben. So, wo ist denn hier die 22? Die 22 verbirgt sich da ganz unten. Machen wir mal auf. Ups, weil die jetzt Schmack ist. So, 22, das kann weg. Und was kommt? Eine schwarze Kapsel. Und was ist da? Okay, was ist denn das hier? Ein American IPA. Okay. Pef, pef, sage ich nur, ne? Ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Das kenne ich gar nicht. Gucke ich erstmal, wo das herkommt. Bis gleich, Freunde. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Und ja, die Irritation hat sich jetzt irgendwie herausgestellt. Das Ganze kommt aus Großbritannien, aus England, ja. Und zwar, ich war auch wegen dem Namen so ein bisschen verwundert. Für ein Bier hört sich das sehr komisch an. Nämlich 13 Guns, also 13 Waffen. Und ja, das ist auf jeden Fall vom Etikett her schon so ein bisschen spezieller. Und ich kann euch meine Verwirrung auch vielleicht mal kurz ein bisschen nahe tun. Das sieht aus wie im Wilden Westen. Also ich dachte erst, krass, ist das jetzt hier so ein Craft-Bier irgendwie in so einem Western-Look oder so? Weil mit diesen, ja, wie nennt sich denn das überhaupt? Das ist so ein, hier mit den Rädern da, das ist doch Kanone, oder? Das war doch früher bei Playmobil-Spielzeug immer. Da gab es dann immer so eine Spielzeugkanone und das sieht genauso aus. Also das ist jetzt nicht so das, was auf dem Piratenschiff ist, sondern so, was man da so rollen kann, ne? Was so die Kavallerie hatte. Und dann liegen dann auch diese runden Kanonenkugeln da noch. Ja. 13 Guns. Also 13 Waffen. Mal sehen, was das für Waffen sind. Vielleicht Hopfendolden? Keine Ahnung, Freunde. Ist speziell. Muss ich ganz ehrlich sagen, von der Aufmachung her finde ich es ein bisschen speziell. 5,5% Umdrehungen hat das Ganze. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Da ist einiges drin an Hopfen. Das möchte ich ganz gerne an dieser Stelle mal vorlesen, weil es auch hier drauf steht. Das ist einmal der Columbus ist da mit bei. Der Chinook ist mit bei, Cascade ist mit bei, Citra ist mit bei, wie heißt das Ding hier? Centennial ist mit bei, Amarillo ist mit bei und der Topaz ist mit bei. Also das ist hier eine ordentliche Hopfenkomposition. Das wird, glaube ich, jetzt auch vom Geschmack ein bisschen spezieller werden. Sowas hier übrigens hätte ich erwartet, dass das am Nikolaus drin ist. Sowas Spezielles. Also sind wir mal gespannt, Freunde. Ich habe da jetzt Bock drauf. Ich hoffe, es ist nicht zu kühl, weil wie gesagt, es kommt ja gerade draußen vom Balkon und dann wollen wir mal schauen. So, offen ist es, die Kapsel ist einfach nur schwarz, die ist nicht bedruckt. Was blinkt denn da schon wieder? Mein Gott, ist das heute hier alles ein Chaos, ey, krass. Naja, so ist noch zu früh heute, glaube ich. So, also, kommt ein bisschen raus, Entspannungsverdampfung, ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Oh, wow. Okay. Freunde, ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Zwei fingerbreite Blume, sieht sehr anständig aus. Cremeweiß das Ganze, fast schon in die Richtung Cappuccino-Farben. Feinporig bis mittelporig, paar Luftbläschen sind drauf, keine Kraterbildung. Dieses Blümchen da wird locker 90 Sekunden Standard im Glas stehen bleiben. Und ja, das sieht doch gut aus. Bleibt auch ein bisschen an der Glaswand haften. Schaut mal selbst, das sieht schon mal qualitativ sehr ordentlich aus, was da so an Blume hervorkommt. Das sieht gut aus. So, im Farbspektrum, auch fantastisch, erinnert mich auch irgendwie an Wilder Westen, ne? Das ist so ein bisschen so diese, ja, das sieht so aus wie so eine tiefe Wüste, so richtig dunkler Sand, so, ja, so Colorado-mäßig. Und deswegen ganz klar, orange, rot, hellbraun, ja, das geht schon so deutlich in diese Richtung rein. Also ich würde wirklich schon fast sagen, so, ja, das ist schon so, ne? Das ist schon rötlich, Freunde. Das geht schon deutlich so ins Hellbraun-Rötliche mit rein. Das Ganze ist filtriert, hat eine unglaubliche Tiefe. Das geht richtig tief rein. Schöner Glanzüberzug, keine Schwebeteilchen drin. Und was ich besonders, das muss ich einfach erwähnen, was ich besonders geil finde, ist diese helle Blume mit diesem Kontrast von der Bierfarbe. Dieses rötliche, schimmernde. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das ist so ein schöner optischer Effekt, gerade wenn man jetzt hier so in dieser Kante sich das so anschaut.
Das sieht wirklich interessant aus, also richtig lecker. Karbonisierung ist meines Erachtens überdurchschnittlich. Das ist schon kräftig wie das Perlt, eher kleinere Perlung, aber schön gleichmäßig. Und ja, das ist wirklich kräftig. Aber Tiefe, Leute, das ist richtig tief, das Bier. Krass, das ist richtig saftig, ja, so bam, da geht's richtig rein. Also, das ist schon hier, ich nenne das jetzt mal Westernbier. Ich weiß auch gar nicht, was die Geschichte da ist, ja. 13 Guns, also warum? Keine Ahnung, was da los? Oder ist das einfach nur ein Gag? Freunde, das möchte ich positiv bewerten. Ich finde das richtig geil. Das zieht mich voll an, das macht mir gerade richtig Appetit. Da möchte ich gerne 6 von 5, / 6 möglichen Punkten geben für die Optik, für die Ästhetik. Ich finde das verdammt ansprechend, das macht mir richtig Appetit. Das sieht gut aus, weil die Farbe, die ist wirklich ein Traum. Das ist ja mit dieser hellen Blume und dieses Rot, das ist schon geil. Wie haben die das hinbekommen dann? Das sind doch bestimmt auch, naja, keine Ahnung. So, nur mal anschnuppern jetzt hier. Oh ja, okay. Ja, das ist natürlich ein Bouquet, was sehr, sehr selbstbewusst daherkommt, ne? Das ist aber auch nicht anders zu erwarten. Wie viele Hopfensorten sind da drin? Das muss man kurz nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da sind 7 unterschiedliche Hopfensorten drin. Da ist klar, dass da einiges an Hopfenfloralität auch ja, in die Nasenflügel aufsteigt. Das ist hier eine ziemlich fruchtige Komposition, sage ich mal. Ja. Ist ja ein Wunder, dass sie den Opal nicht noch mit reingeballert haben. Der hätte dann noch den Rest gegeben, ne? Dann hätten wir wieder Aprikose gehabt, ja. Nee, aber das geht schon deutlich wieder so in diesen Obstsalat rein. Ne? Mag ich, finde ich richtig geil, das wisst ihr ja auch. Ne? Ich mag ja diese Aroma-Hopfen richtig schön da reinballern, finde ich gut. Ja, aber auch der Malzkörper, der kann sich durchaus riechen lassen. Das ist schön, ja, oh, das ist wieder so dieses, das ist so ein bisschen wie abgemähtes Gras, so eine Wiese, so richtig frisch, so noch ein bisschen feucht, ne? Dann duftet das so. Richtig schön. Auch ein bisschen Orange vielleicht, so in diese Richtung. Also auch hier First Class, ne? Das ist schon lecker. Also das ist schon, Freunde, jetzt bin ich mal gespannt, wie das schmecken tut hier. Da habe ich mal richtig Bock drauf. Ihr Lieben, auf euch zum Wohl, auf das spannende Westernbier und ja, auf den Genuss hier mit einer Kanonenkugel da drauf. Das ist verrückt. Wow. Okay. Ordentlich trocken. Das ist wieder dry, meine Freunde. Das ist mal wieder so richtig so auf der Zunge, wo es richtig trocken wird. Aber lecker trocken ausnahmsweise. Ich muss da noch mal einen zweiten Schluck nehmen. Oh, ich lieb schon jetzt. Also, bevor ich jetzt was in den höchsten Tönen loben werde, möchte ich kurz noch vorher auf die Attribute eingehen. Womit befinden wir uns hier? Was ist denn das? Ist das ein dynamisches Bier oder ein gemütliches Bier? Könnt ihr das euch denken? Ich denke mal schon. Ganz klar gemütliches Bier, Freunde. Da bitte nur dran nippen. Kleine Schlucke nehmen, schönen Mundraum behalten, Temperatur anziehen lassen. Bonissimo. Und dann geht die ganze Sache richtig ab auf Fahrt. Und diese Fahrt, Freunde, da wird es einiges zu entdecken geben. Das kann ich jetzt schon mal versprechen nach dem zweiten Schluck. Weil sobald das Bier im Mundraum drin ist, passiert etwas. Da ist so richtig so ein, ich nenne es jetzt mal wirklich krasser Aromageschmack, der so richtig so bam, also der basht so durch. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich vermute mal, das wird so der Malzkörper sein. Das ist so eine richtig angenehme Lieblichkeit, Nussigkeit. So das ist schon so, wow, das ist richtig lecker. So, das schmeichelt auch richtig die Zunge. Ja, das ist so richtig cool. Dann geht das gleich sofort in diese fruchtige Komponente mit rein. Es ummantelt im Prinzip den gesamten Körper des Bieres, diese Fruchtigkeit und Blumigkeit. Das ist wirklich Wahnsinn, was da auf der Zunge an Aromen sich da abspielt. Ja, das ist so bam. Also das geht richtig ab. Ja, und dann wird es ziemlich trocken, was ich normalerweise als negativ bewerten würde oder wo ich sage, ja, das ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack. Aber hier passt es. Das ist einfach, weil diese, ich nenne es jetzt mal Fruchtkomponenten vom Hopfen, so ausgeprägt sind, so stabil, selbstbewusst im Vordergrund stehen und ich wiederhole mich, den kompletten Körper des Bieres ummanteln, sodass das gar nicht so schlimm ist. Es ist zwar immer noch herb, es ist immer noch so dieses Trockene auf der Zunge und im Abgang hinten passiert nicht mehr viel,
Aber das ist in Ordnung, weil diese Fruchtigkeit wirklich absolut im Fokus steht. Das ist so interessant und das ist ein komplexes Bier. Jetzt haben wir gleich ein Problem, glaube ich, weil ich nehme jetzt gleich noch einen Schluck, um nochmal sicher zu gehen. Aber ich bin der Meinung, das ist so komplex, das ist für einen Einsteiger schon zu überfordernd. Also ich denke, wenn jetzt einer gerade so anfängt mit IPA und mit Biere sich da mal so mit den Aromen auseinanderzusetzen, da ist das hier wirklich schon arg komplex. Also das ist nicht ganz einfach auseinanderzudröseln, dieses Bier, weil so unglaublich viel im Mundraum passiert, weil da so viele Aromen drin sind, die man erstmal im Geiste sortieren muss, um erstmal zu wissen, ey, was hast du da gerade auf der Zunge? Also das ist schon wirklich stabil, die Nummer hier. Das ist nicht einfach mal so in den Braukessel reingekloppt, ne? Da hat man sich schon so ein paar Gedanken gemacht. Also da nehmen wir mal noch einen hier. Ja, also ich weiß nicht, was das ist. Also sobald das Ding da im Mund drin ist, das ist so, ich gehe mal stark davon aus, das ist der Malzkörper. Der bringt irgendwie auch nochmal so eine Fruchtigkeit mit. Und das hast du sofort im vorderen Zungenbereich, ne? Also da, wo die Süße eigentlich sitzt. Und das ist auch ein bisschen lieblich und verschwindet aber sofort wieder, ne? Das ist so nach 2-3 Sekunden, dann ist das weg und dann kommt doch wirklich so dieses gesamte Hopfenspektakulum dann zum Einsatz. Und das ist dann wieder so ein Genussfeuerwerk auf der Zunge, ja, das ist wieder... Ja, lecker, das ist einfach lecker. Nur komplex, das ist ein bisschen komplex. Also ist jetzt ein Bier, was ich nicht jeden Tag trinken könnte, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das ist so... Ja. Ja, und hinten raus... Ist also ganz leicht fruchtig. Das hat übrigens ein IBU von 46. Ja, da sind wir weit über den Jever, ne? Das ist schon ordentlich herb hier. Boah. Tropische Früchte, ja, diese Früchte. Blumig. Das ist fast perfekt. Das Einzige, was mich stört, ist, dass es nach hinten raus noch ein bisschen hätte weicher sein können. Da hätte noch ein bisschen mehr Fruchtigkeit rausgehen können. Noch ein bisschen mehr so dieses, was man als Frische definieren würde. Ne? So dieses Erlebnis, so Mann, das ist aber spritzig, das ist aber erfrischend. Das fehlt mir hier noch so ein bisschen. Deswegen keine Krone-Bewertung, aber ganz knapp, Freunde, ganz knapp. Ich finde es interessant, auch dieses Holzige, da ist so viel drin zu entdecken. Ich denke... Da reicht so ein Biertest gar nicht aus, das müsste man normalerweise öfter machen. Bis jetzt das Krasseste im Kalea-Kalender, finde ich. Das ist so dieses, was so wirklich am komplexesten ist, was so richtig so vielseitig ist, wo so Spannung drin ist. Ne? Interessant, sehr interessant. Finde ich gut getrunken zu haben. Danke an Kalea. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir müssen es noch bewerten. Ne? Naja, ist klar, oder? 5 von 5/6 möglichen Punkten ist es mir wert. Ist was Spezielles, das muss man mögen. Ihr Lieben, bis morgen. Ciao, euer Biersöffler.